haben uns jetzt angefangen zu besinnen, was diese Zweiheit vielleicht sein könnte. Die eine Seite, die Halacha, der Weg des Menschen im Sinne des ganzen Lebens. Und an der anderen Seite ein Geheimnis, das sozusagen zeigt, der Weg wird gelenkt durch etwas, das wie eine Geschichte, eine Erzählung mit als Verborgenes dabei ist. Man kann nicht einseitig von einem Weg sprechen, wenn es nicht eine andere Seite gibt, eine Seite der Verborgenheit. Diese beiden Seiten, die erscheinende Seite vom Weg, ja, ich sei zu spät. Die erscheinende Seite vom Weg und die andere Seite zusammen bilden das Ganze. Wir sprachen von der Zweiheit, Licht und Finsternis, Himmel und Erde, Leben und Tod, die zwei, womit die Welt im Grunde als Fundament anfängt, die zwei von Gott und die Welt, Gott und der Mensch, die Zweiheit auch von männlich und weiblich, die Frage deshalb auch, was bedeutet im Leben des Menschen diese Zweiheit, dass sie sich manifestiert in der letzten Prägung in der irdischen Welt, dass es auch Männer gibt und Frauen gibt, dass es Körper gibt, aber dann wieder Geist, Seele, zwei Sachen nebeneinander, entgegeneinander, das könnte man fast sagen. Das bedeutet für uns doch gewiss eine Frage, warum sind es zwei, Hillel und Schammai, der Sanfte und der Konsequente? Wir spüren, beim Weg ist es keine Sache, wo es erstarrt ist, das festliegt, wie es nun ist, sondern der Weg zeigt eine Auseinandersetzung, einen fortwährenden, man kann sagen, Liebestanz, ein Liebeslied, wo immer die Melodie weiterführt, wo nicht das Gefühl da ist, jetzt steht es fest, so und so ist es. Die Frucht aus der Zweiheit ist immer eine Frucht, welche einen weiteren Weg zeigt, bis als letzte Seele, wie gesagt wird, die Seele des Messias geboren wird, wo man sagt, jetzt ist es festgelegt, definitiv. Man spricht deshalb auch im Christentum von einer Wiederkunft, wenn man spürt, so wie es jetzt geht, geht es immer weiter. Die Wiederkunft, dass man spürt, jetzt ist festgelegt, jetzt kann man sagen, jetzt ist der Weg zu Ende. Aber was geht dann weiter, wenn der Weg zu Ende ist? Vielleicht kommt gerade das, was man sagen könnte, der Weg jetzt, wo man spürt, es ist voll erfüllt, es ist vollkommen, es ist heil, heilig, ganz, es ist rein, ohne Mischung von dem Unreinen mehr, getrennt, das Reine und Unreine haben sich getrennt auseinander, leben jetzt jeder so, dass sie zusammen sind, klar, wer jeder ist, dem anderen gegenüber, dann sagt man, fängt der Weg an der Freude. Der Weg nicht mehr des Suchens, sondern eine Sehnsucht, wo man schon weiß, sie ist erfüllt. Dann ist das gekommen, wovon wir immer sprechen, beim achten Tag, dass das nach dieser Welt unserer Wirklichkeit kommt. Dann kommt das
vollkommene die Ehe. Die Ehe, wie wir wissen, ich habe es im Bauplan beschrieben, im holländischen ausführlichen Bible aus Schepping, die Ehe von Chatan, Chatuna, von Worte Chet, vom Begriff Acht. Dann ist nicht mehr ein Weg da, ob wir wirklich zusammen werden sein, ob das mal, wenn der Tod uns scheidet, man sagt, gehören wir zusammen. Nein, bei der Ehe gehört ihr zusammen. Wenn hier die Ehe geschlossen wird, seid ihr zusammen. Da ist nichts mehr zu machen, sozusagen. Das ist nicht durch euch bestimmt, ist bestimmt vom Himmel her. Ihr denkt, ihr habt das gewählt, es gefiel euch so, es kam auf einmal so. Nein, es ist bestimmt, gelenkt, so traft ihr euch gegen alles, was sagen würde, merkwürdige Kombination, merkwürdige Kette von Zufällen, aber dennoch ist das so. So kam es. Diese Ehe ist also in der Erscheinung hier schon so, dass man sagt, das ist ein Punkt, der definitiv ist. Ihr wisst nicht, aber es ist schon so. Deshalb eine Scheidung, was bedeutet das? Ein Missverständnis? Ein Fehler? Man weiß nicht, was es ist. Wir kommen noch drauf. Hoffentlich im Laufe der 2 Wochen noch. Beinahe 2 Wochen. Im Zusammenhang mit dem Zohar. Nun, diese Konfrontation von männlichen und weiblichen zeigt in Menschen wie Hillel und Shammai zum Beispiel oder wie die Halacha, der Weg, der klar gezeigt wird, und das andere, wo man fragt, ist nicht bei all dem eine andere Seite mit dabei? Welche andere Seite? Gerade eine verborgene Seite. Wir kennen zum Beispiel im ganzen Talmud immer ein sich melden von Geschichten, wobei man sich fragt, was hat diese Geschichte nun zu tun mit dem Inhalt des Vorhergehenden oder dem Inhalt des Nachherkommenden. Die Geschichten hängen mal ganz lose dazwischen. Nicht immer, aber sehr oft. Und Geschichten, welche einfach, man kann sagen, Spott treiben mit unserem Realitätsgefühl. Geschichten, die man sagen kann, das kann doch nicht sein. Einer schaut den anderen an, er ist böse, und der andere wird zum Haufen Asche. Ich kann sagen, gibt doch sowas nicht. Aber es steht doch dort, wurde erzählt, heute schon seit vielen Jahrhunderten gedruckt, vorher jahrhundertelang geschrieben. Was bedeutet das? Merkwürdige Geschichten. Ich will sagen, schau, dort, wo wir etwas erzählen, wo du denkst, dass er gesetzmäßig feststellbar, klar zu analysieren, zeige ich dir, dass ich durchflochten, durchwebt, durch Geschichten von Geschichten, die ganz irreal sind. Also deine Realität ist nicht die Realität, die du glaubst, dass du sie siehst und analysierst, sondern eine ganz andere Realität. Eine ganz andere. Lebt sie in dir auch oder nicht? Das wäre die Frage dieser Tage jetzt, wenn wir uns vom Zohar, mit dem Zohar unterhalten. Denn die Geschichten dort sind noch merkwürdiger. Irreal, kann man sagen. Aber warum weiß der Mensch hartnäckig durch Jahrtausende hindurch gerade diese Mythen zu erzählen, diese Sagen und Legenden, und vergisst er die Namen der Generäle, des Marschälle, ob sie nun Ritterkreuz trugen oder einen solchen oder solchen Helm hatten, werden vergessen. Aber die anderen bleiben hartnäckig, sogar wenn sie nicht aufgeschrieben wurden, bleiben im Menschenleben. Dieses Männliche und Weibliche möchte ich anhand einer Geschichte der Kabbala, Sie sehen, wir kommen so mit Kabbala-Geschichten auch hinein, illustrieren. Es gibt nämlich in der Bibel eine merkwürdige Mitteilung, einen Passus, zum ersten Mal genannt im 4. Buch Mose, wo erzählt wird, dort wo
die Stämme von Israel so bestimmt werden, welche das am Ende des Weges durch die Wüste die Stämme nun sind, und erzählt wird, Erbteil, Nachala, der Fluss des Baches geht weiter, wird sein männlich, von Vater auf Sohn, Vater auf Sohn, weiter. Das will sagen, dieses Erbteil ist, weil das Wort männlich im Hebräischen, Zachar, zusammenhängt mit dem Begriff der Erinnerung. Erinnerung, das, was eigentlich weg ist, nicht mehr da ist. Vielleicht lebt es in mir wie eine zusammengerollte Rolle, das Vorherige, das Vorhergelesene in sich enthält, aber zusammengerollt ist. Offenbar ist nur diese eine Seite, die Gott lese. Und das Künftige ist noch zusammengerollt, wird mal, hoffen wir, entrollt werden, entblößt werden, offenbar werden, geoffenbart werden. Dort wird vom Erbteil erzählt, Vater auf Sohn. Ich will sagen, unser Erbteil ist ein verborgener Erbteil. Nicht ein Erbteil, der erscheint. Was aber ist die Mutter im Menschlichen? Es melden sich dort nämlich plötzlich 5 Frauen, Töchter eines gewissen Mannes, der heißt Zelafchat, Sadik, Lamet, P, Chet, Dalet, für die Hebraisten hier und die Herr Rubinstein das Hebräische als Muttersprache hat, das gleich verstehen, Zelafchat. Man spricht dort dem Namen Zelafchat in der Kabbala so, man sagt, das ist gebaut aus Zell, Schatten, und Pachat, Schrecken, Panik. Ein Mann, der keine Söhne hatte, nur Töchter. 5 Töchter, die genannt werden mit Namen dort im 4. Buch Mose. Hat keinen Sinn, die Namen jetzt zu besprechen. Man kann sie lesen. Die Töchter sagen, was wird nun sein mit dem Erbteil unseres Vaters? Er hat keine Söhne, nur Töchter. Wird das also weg verloren gehen? Oder wenn wir heiraten und Männer bekommen, werden die, wie das Erbteil unseres Vaters, auf dem Erbteil des Mannes übergehen? Also Zelafchat würde keine Erben haben. Und er ist nicht gestorben durch eine Sünde. Er war ein Mensch. Er war nicht bei den Aufständischen, nicht bei den Leuten, die böse taten. Er war einer der Menschen, der an der Sünde des Menschen gestorben ist. Sünde des Menschen, es bedeutet, er hat eben im Schatten, im Bild Gottes gelebt, Zelem. Das Hebräische Wort Bild und Zell, Schatten, hängen zusammen. Bild, wir sagen, eine Dimension, die Schatten, Dimension niedriger wie das Bild selber. Der Schatten hat 2 Dimensionen, das Bild auch. 3 Dimensionen bedeutet die Dimension des Lebens mit dabei. Die 4. Dimension, es lebt, nicht nur 3 Dimensionen so, wie es hier ist, sondern eine Dimension des Lebens ist da. Eine Leiche wäre eine Dimension zu wenig. Die 4. Dimension ist die Dimension des Lebendigen, des Lebens mit dabei. So sehen wir diese Töchter da stehen. Und die Frage, bekommen wir keinen Erbteil? Dann wird die Frage von Mose an Gott weitergegeben und Gott antwortet, der Zelafchat ist doch im Stamme Menasche, der Bruder ist Ephraim. Ephraim bedeutet die Frucht, welche doppelt ist. Wir sagen eine Frucht, welche erscheint und zu gleicher Zeit verborgen ist. In Ephraim bedeutet es, das Nachdruck
Ephraim im Hebräischen, nicht Ephraim. Das wäre dann immer die falsche Akzentsetzung. Im Hebräischen immer letzte oder vorletzte Silbe als Akzent. Und nur ganz wenigen Ausnahmen bei zweisilbigen Worten die eine erste Silbe, ganz wenige Ausnahmen, aber immer die späteren Silben, Ephraim also. Die doppelte Frucht. Ich will sagen, keine Frucht, wie wir sehen, die seelischen auch. Aber eigentlich ist sie erst die Frucht, weil sie eine verborgene Seite auch gibt und deshalb ist Ephraim. Wie deshalb auch in der Überlieferung einer der wichtigen Namen des Messias Ephraim ist. Der Doppelte wird sagen, erscheinend, aber von der anderen Seite genauso. Allein erscheinend wäre nichts. Nichts erscheint nur so. Aber dort, merkwürdigerweise, gibt es eine Verbindung, einen Faden, eine Einheit, wie der Gehirnstamm im Rückenmark hinübergeht. Zwei Seiten des Gehirns, rechte und linke Seite, aber der Stamm verbindet Ephraim doppelt. Sein Bruder aber, Menasche, der Bruder, der der Ältere eigentlich ist. Und eigentlich, wenn dann der Segen kommt und der Segen dem Jüngeren kommt, den Ephraim, nicht eifersüchtig wird und sagt, ich bin doch der Ältere, ältere Rechte habe ich doch, der Erstgeborene. Nein, er fügt sich dem, er erkennt in Ephraim das Wunder. Und deshalb, ich habe davon schon mal erzählt, deshalb ist es Brauch bis heute im Judentum, jede Woche, oder sonst wenn man einen Sohn segnet, oder Männer segnet, einen männlichen Menschen segnet, sei gesegnet wie Ephraim und Menasche. Bedeutet eine Einheit, wo beide zusammen sind und der Ältere nicht eifersüchtig wird auf den Jüngeren. Wo das Erscheinende nicht eifersüchtig wird auf das Verborgene. Das Erscheinende ist immer älter, das Verborgene ist jünger. Das Verborgene ist jünger, weil es im Himmel das Ältere ist. Spiegel, kann man sagen. Nah zum Spiegel ist nah hier, aber weit vom Spiegel ist weit hinter dem Spiegel auch. Spiegelbild. Sie sind von Menasche, diese Töchter von Zlafchat, weil Menasche gerade der Stille blieb, sie nicht meldete. Und deshalb bekommt Menasche bei der Einteilung des Landes des Lebens, kein Land nur geografisch, sondern ein Land bestimmt, bedingt durch das Lebendige, durch das Leben, welches ewig ist. Menasche bekommt seinen Teil diesseitig im Leben hier und jenseitig im Leben dort. Denn der Stamm Menasche ist der einzige der Stämme bei der Einteilung des Landes, welcher seinen Teil hat an der Seite des Jordans, an der Wüstenseite, von uns aus gesehen diesseitig und an der Seite des Landes, von hier gesehen, von dieser Welt her, jenseitig. Er verbindet die beiden Seiten. Sonst nur ein Denkmal verbindet die beiden Seiten. Ein Denkmal aufgerichtet an der Grenze, welches sagt, bedenket, ihr seid nur etwas, weil das andere existiert. Ihr seid hier und diesseits nur etwas, weil jenseitig dort der Bund mit Gott ist. Dort leben alle Stämme. Ihr am diesseitigen Lebend, der erste Stamm und der siebte Stamm, wie der erste Tag und die sieben Tage, ihr lebt nur am diesseit. Dort lebt das alles andere. Bedenkt das. Aber das, was euch verbindet, ist Menasche. Menasche, der stillschwieg, aber das Diesseitige mit dem Jenseitigen verbindet wie in einer Ehe. Dem weiblichen Diesseitigen eine Bedeutung gibt
zum männlichen Jenseitigen. Nicht nur durch ein Denkmal als Erinnerung, sondern durch eine Anwesenheit. Das ist der Grund, dass man sagt, das Wort Menasche schreibt sich mit den gleichen Buchstaben, mit den gleichen Zeichen wie das Wort Neshama. Das bedeutet der göttliche Odem, die göttliche Seele im Menschen, wodurch der Mensch im Bild und Gleichnis Gottes ist. Diese Töchter haben dann also keinen Erbteil, der bleiben könnte. Dann wird die Frage beantwortet jetzt von Gott über Mose. Die Töchter von Zelophehad haben Recht. Es kommt dem Weiblichen auch ein Erbteil zu. Das ist ein Erbteil, das nicht nachla fließend ist wie das Männliche. Es ist unterbrochen, kann man sagen. Das Männliche hat einen Unterbruch gemacht. Es floss nicht weiter. Kein Sohn kam bei Zelophehad. Der Schatten bekam den Schrecken. Ich habe keinen Sohn. Zelophehad von Zelophehad. Ich sollte einen Sohn haben hier. Es kam kein Sohn. 5 Töchter kamen. Nur Töchter kamen. Alle 5 erfüllt. Das Ganze weiblich. Das bedeutet, dass nach der Kabbala bedeutet das, dass wenn Töchter im Leben erscheinen, dass wir sagen, es kommen Bräuche und Gewohnheiten heran, wovon man nicht wusste von früher her, dass es die gab. Dann hat man festgestellt, Brauch gilt wie Gesetz. Minhag, Brauch im Hebräischen, ist wie ein Din, wie ein Gesetz. Nicht, dass ein Brauch, Gewohnheit, kann man sein lassen. Nein, Bräuche ist die weibliche Seite. Die Erinnerung ist verloren gegangen. Man weiß nicht mehr. Aber der Brauch hat etwas eingeführt, was ganz bestimmt existiert. Behaltet den Brauch. Es kam nicht, wie wir sagen würden, nun mal, es war nur ein Zufall. Pardon, Zufall gerade. Aus anderen Dimensionen kam es euch, also behaltet das den Brauch. Ich immer den Leuten sage, behalte den Brauch deiner Eltern, den Brauch deiner Völker. Haltet es in Ehre, bedeutet, gibt es schwere Leben auch hier. Und nicht sagen, das war dumm. Was weißt du? Keine Ahnung, wie viele andere sehen aus wie dumm, und doch sind sie da. Gesetz, wir sagen, ein Satz, ein ganzer Satz, zusammengefügt von einer Einsetzung von früher, etwas im Fluss mitgekommen, das ist Nachla. Aber jetzt ein neues, nur Töchter, kein Sohn, kein Nachla weiter. Dass wir sagen, der Brauch, der im Leben des Menschen kommt, wir sagen, die Tochter meldet sich. Nun sagt man, dieser Brauch ist die weibliche Seite und im Exil lebt nur der Mensch sozusagen umhüllt vom Körper. Der Heil des Körpers ist sein Heil. Wie Jeremia sagt, der Prophet vom Exil, der das Exil erzählt, vom Jenseits noch her, er sagt, betet um das Heil der Völker, wo ihr lebt, denn das ist euer Leben. Es will sagen, kümmere dich um das Wohl deines Körpers, denn deine Seele kann nur leben im Exil, weil der Körper da ist. Es will sagen, halte die Ehre des Weiblichen hoch, was bei dir als Gewohnheit, als Brauch hineinkommt ins Leben, weil das ist die Art, wodurch du leben kannst. Menasche, derjenige, der die Verbindung macht von diesseits zum Jenseits, von beiden Seiten des Grenzflusses
des biblischen Jordans steht, dieser Menasche hat einen Sohn, Zelophehad, der hat nur Töchter. Also wir sagen, von diesseits kommen Bräuche von Machir, stammt der Zelophehad an, und von Menasche, von dort her, bedenket, die Bräuche sind wichtig. Nun gibt es den Brauch, den großen Brauch, dass man sagt, der Sohn Davids wird im Exil nur erkannt, was auch die verborgene Seite sein mögen, das kann man sicher auch wissen, aber weiß man nicht immer. Er wird nur erkannt durch die Mutterseite. Deshalb, als ich erzählte, schon gestern und heute wiederholte, vom Hillel, dass ein Sohn Davids war, vom Stamm David, müsste ich das, die Sache, Geschichte vervollständigen. Er stammt mütterlicherseits von David. Väterlicherseits weiß man es nicht, weil Nachla durch Jahrtausende verloren gehen kann. Mütterlicherseits will sagen, in seiner Erscheinung sehen wir durch die Gewohnheit, wir erkennen dort den Sohn Davids. Zwei Genealogien, eine mütterliche und eine väterliche. Die väterliche ist ganz bestimmt da, aber ist verborgen. Schon gewiss ist sie da. Man kann sogar sagen, auch Hillel könnte man behaupten, stamme väterlicherseits von David. Aber mütterlicherseits ist fest. Es will sagen, wir benachdrücken im Exil, benachdrücken wir das aus den Fürsten vom Exil mütterlicherseits. Deshalb heißen diese Fürsten im Exil nach dem griechischen und klassischen Wort Exilarchen, Exilfürsten, Urtypen vom Exil. Und da sind die Fürsten von Hillel kommend, und enden Ben Juda, den Fürsten, wiederum so sagend, erscheinend ist Juda der Nasi, der Fürst, und er legt die Mischna fest. Also die Bedeutung des Weiblichen, die Bedeutung des Erscheinenden, der Gewohnheit. Und man weiß, im Exil kann man nur bestehen im Leben hier, wenn man Bräuche, Gewohnheiten tradiert. Es mag erstarrend sein manchmal, das ist die Konsequenz, dass man mitträgt, das Gemeine, Schlechte, Böse vielleicht, aber dann geht's mit, macht nichts, aber das Gute kommt auch mit. Und ich weiß, ich werde kämpfen, das Gute gegen das Böse, und ich weiß, das Gute wird doch siegen, wenn ich jetzt und hier, ganz bestimmt, dort und immer und ewig. Also dieses Gefühl des Mitgehens sollte für den Menschen klar sein, die Gewohnheit geht mit. So komme ich wiederum zum Simon Bar Jochai als die verborgene Seite der Tanaim, der Lehrer. Warum nicht die anderen? Warum nicht der Meir? Der Meir, ein großer Mann, ich habe Ihnen schon mal in anderem Zusammenhang vom Akiba erzählt, und erzählt, wie Akiba mit drei seiner Kollegen, große Häupter von Lehrhäusern, den Weg ging, den großen Weg ins Paradies, den Weg durch die sieben Himmel, mit jedem Himmel sieben Hallen, den Weg in die 49 Hallen durch, bis in die 50. Halle. Zu viert gingen sie. Akiba mit den Ben Zoma, Ben Asai und den Elisha Ben Abuja. Aber nur Akiba kommt heil zurück. Die drei anderen zerbrechen an den Weg. Der Ben Asai stirbt an der Hälfte seines Lebens. Das bedeutet,
Er hat nur eine Hälfte des Lebens kennengelernt. Entweder diesseitige oder die jenseitige. Er kann nicht beide erleben. Es ist ein großes Unterfangen, den Weg ins Paradies zu gehen im Leben. Ben Soma, der andere, wird wahnsinnig. Es bedeutet, er fängt an zu spinnen. Man kann heute viele Beispiele nennen vom Spinnen. Ich möchte keine Leute beleidigen, aber es gibt viele Spinnmöglichkeiten. Wie ich immer sage, eine ausgebreitete, ausgedehnte Textilindustrie. Das ist Ben Soma, die andere Seite. Und dann der dritte, der Elisha Ben Abuja, wird ein Abtrünniger. Er sagt, ich glaube nichts mehr. Es stimmt hier nicht mit dort. Er sollte, nur ich gesehen habe, wie das Geheimnis ist, sollte hier stimmen. Es stimmt aber nicht. Elisha Ben Abuja, kann man sagen, hat durch die Fülle der Beweise, durch das Überzeugende der Beweise, die er dort auf dem Weg bis ins Paradies gesehen hat, den Glauben verloren, nämlich, dass man hier eben glauben kann, dass hier sich oft Gott, kann sagen, neckenderweise, weil er uns liebt, so zeigt, dass wir ihn nicht erkennen. Also glaubst du, dass ich es bin? Ich habe mich verkleidet. Glaubst du doch, dass ich es bin? Nein, das stimmt nicht. Ich kannte dich von dort ganz anders. Du bist gar kein Gott hier. Ein anderer. Kannst du mir doch glauben? Elisha ben Abuja kann nicht glauben, weil die Beweise, die Fülle so gewaltig ist, dass er glaubt schon gleich, es müsste auch stimmen und vergisst, der Sinn dieser Welt ist gerade, damit man, dass man glauben kann, lieben kann, ohne zu wissen, hoffen kann, ohne zu wissen, was hier kommt. Die drei Elemente des gesunden Menschen, einer, der nicht glauben, lieben und hoffen kann, ist nicht gesund, hat den Kern des Krankseins hier. Denn er glaubte, alles müsste hier stimmen. Du wirst sehen, wenn du glaubst und liebst und hoffst, wird dir ein neues Leben sich öffnen. Suchen eine Beweise, sogar diese Exilarchen, die Fürsten des Exils, die verheimlichen ihr Sohnsein von David. Manchmal flüstert man, weißt du, der ist der Sohn Davids. Brauch, es gibt immer einen. Aber habe keine Angst, dieser Zufall sich auch bildet, er ist ein Sohn Davids. Es zeigt sich an den Früchten, erkennt man den Baum. An seinem Leben erkennst du, ob es ist oder nicht. Von diesen Schülern, die also zusammenbrechen, diese Freunde des Akiba, die zusammenbrechen, ist der Elisha ben Abuja, der Lehrer auch, nicht nur der Akiba, auch Elisha ben Abuja, ein Lehrer des Meir, den Meier. Wenn Juden Meier heißen, heißt sie eigentlich Meir, erleuchtend. Es kann auch mal ein Meier sein, wie einer gesagt hatte, mein Name ist Meier, aber es kann auch ein Meir sein, der im alten hebräischen Aussprechen nicht Meir heißt, sondern Meier heißt. Das andere Hebräisch sagt Meir, das auch an sich richtig ist. Das andere Hebräisch sagt wieder Meier. Wir sagen Meier. Und nun, dieser Meir, ein Schüler auch des Elisha ben Abuja, bleibt ihm treu. Sogar wenn Elisha ben Abuja abtrünnig ist und spottet und den Sabbat übertritt, wir sagen, er glaubt nicht mehr, dass die Welt vollkommen ist. Er bricht an der Welt zusammen, weil er sagt, sie ist nicht vollkommen. Ich sage aber, sie ist wohl vollkommen. Wenn noch Kriege sind und Umweltverschmutzung, mag sein, ich behaupte, die Welt ist vollkommen, weil sie von Gott gemacht ist. Und Gott in seiner Allmacht nicht sein lassen kann, könnte die ganze Welt aufheben. Aber wenn die Welt da ist, ist sie vollkommen. Man segnet Gott jeden Tag, weil alles
das Leben und die Welt vollkommen sind. Und der Elisha ben Abuja spottet und sagt, nein, schau nur, es stimmt doch gar nicht. Es ist versprochen, wenn du das tust, wirst du ewig leben, lange leben auf der Welt. Und ich sehe, es ist nicht wahr. Ich sehe einen Sohn eines Vaters, der stürzt vom Baum herab, weil der Vater ihm gesagt hat, steig auf den Baum, da ist ein Vogelnest da. Nimm die Eier, die jungen Vögel, runter und lass die Mutter fliegen, wie die Bibel da sagt. Dieser Junge gehorcht dem Vater, er steigt in den Baum, er gehorcht der Bibel, wie sie sagt, nimm die Jungen herab und lass die Mutter fliegen. Und während er das tut, stürzt er vom Baum und bricht sein Genick. Wie kann das stimmen? Das ist doch nicht wahr. Die Leute sagen, wenn Gott Auschwitz zulässt, gibt es keinen Gott. Und gerade deshalb glaube ich, dass es ihn gibt. Wenn er zeigen würde, dass es keins gibt und nur alles schön und brav und gut ist, würde ich sagen, ja, wo soll ich glauben? Ich könnte schon glauben, es können Fliegen sterben und Mücken sterben. Ich habe nicht mehr genug Grund zum Glauben. Aber diesem extremen Fall, Elisha ben Abuja glaubt nicht, er bekommt einen neuen Namen, Acher, der andere, der Abtrünnige, der Name wird nicht mehr genannt. Das ist die Geschichte mit Elisha ben Abuja und der Meir, sein Schüler, bleibt ihm treu. Bleibt ihm treu, betet für ihn, wir sagen, er bezieht ihn in sein Leben hinein, bis sozusagen der Rauch aus dem Grab des Elisha ben Abuja, des Achim, aufhört weiter zu brennen, es wird still. Auch das sind Bilder, das sind keine historischen Fakten. Vielleicht auch, das weiß man nicht. Das sind aber Urbilder. Er beruhigt seinen Lehrer, weil er ihm treu bleibt. Man kann sagen, wo der Lehrer Gott nicht treu blieb, zusammenbrach an dieser Welt, das Leben nicht mehr verstand, zeigt sein Schüler, dass er diesem untreuen Lehrer treu bleibt. Das ist eine gewaltige Sache. Den Lehrer, der zusammengebrochen ist, untreu war, treu zu bleiben. Deshalb nennt man den Meir, den großen ersten Schüler, und Shimon bar Yochai den anderen. Und als Shimon bar Yochai dann klagte, betrübt da war, sagte dieser Lehrer Akiba, tröste dich, Shimon, Sohn von Yochai, ich weiß, wer du bist, der Himmel weiß, wer du bist. Mit anderen Worten, du hast einen verborgenen Weg. Der leuchtende Meir, hier, der leuchtende, du bist ein Verborgener. Yochai, Sohn von Yochai, bedeutet, wie es gedeutet wird, es hat auch mehr Bedeutungen, könnte man sagen, es ist gedeutet in der Überlieferung nach dem Begriff Yechia von Techiat Hametim, das Auferstehen der Toten. Dein Vater, du bist Frucht von dem, der Auferstehung bringt. Und Shimon ist nach der Überlieferung, wer ein Teil von Ihnen das schon weiß, Shimon ist nach der Überlieferung der Lehrer des Kindes im Menschen. Das Kind in uns hat auch einen Lehrer. Das Kind möchte so gerne glauben, möchte so gerne keine Gedächtnismitteilungen haben und Zwang des Gedächtnisses, wie die Schule die Kinder zwingt, und die Eltern, die Kinder brauchen, um ihren Status zu bestätigen. Und die Kinder eigentlich töten dabei. Shimon ist der Kinderlehrer. Und Shimon ben Yochai, er lehrt die Kinder von der Auferstehung. Er erzählt, wie man im Leben hier Auferstehung schon erfährt. Und Zohar ist der Schein. Der Name Zohar, Schein, und Meir, des Kollegen, leuchten. Die beiden Schüler des Akiva, Schein und Leuchten. Der Kinderlehrer mit der Auferstehung als Vater
und der Leuchtende hier. Aber auch Shimon ist auch ein Lehrer der Halacha, ein fester Lehrer der Halacha. So würde man denken, das ist irgendein Kabbalist. Shimon bar Yochai ist einer ganz großen, schon sagte, viele hunderte Mal wird er genannt, Rabbi Shimon sagt das. Der weise Shimon, der große, gerechte, echte, lebendige Shimon sagt das. Bedeutet, ihm ist die Welt, das Leben so klar, dass er Gott leuchten sieht, bis ins kleinste Detail des Verhaltens des Menschen. Warum der Mensch die Bedürfnis hat, mit Wasser umzugehen, wie er das tut, was eine Taube bedeutet, was ein Ei bedeutet. Shimon bar Yochai ist für den Menschen etwas in der Halacha ganz Wichtiges. Man könnte sogar sagen, die Leute, die nur die Halacha studieren, haben keine Ahnung von Shimon bar Yochai aus der Kabbala. Und es ist sogar so geworden, dass Leute aus der rationalen Welt den Shimon bar Yochai entweder tiefgründig hassen oder seine Existenz leugnen. Sie sagen, das ist doch nur eine richtige Märchengeschichte. Irgendein Mensch aus dem 13. Jahrhundert, der Mose, Sohn von Leon, hat die ganze Sora aufgeschrieben. Das gigantische Werk hat irgendein Mann aufgeschrieben. Mag auch sein, bis dahin kann man sagen, wäre der Sohar im Gedächtnis des Menschen da, mündlich tradiert, wie bis heute noch immer mündliche Traditionen gibt. Auch ich kenne noch eine ganze Menge, großen Komplex mündlicher Traditionen, Überlieferungen, die einfach weiter mündlich gesagt werden. Hier und da erzähle ich immer zwischendurch, aber meist nicht. Ich wollte nur Dinge erzählen hier, die belegbar sind. Und nicht irgendwo dann sagen, ja, wo hat der Weine wieder her? So, ja, das habe ich mündlich gehört, da beweist mir das, wird man dann fragen. Na gut, dann lieber nicht, dann sage ich nur diese Traditionen, die festgelegt sind in den vielen großen Büchern, wovon ich sprach, in der ersten Stunde, die großen Bibliotheken, voll mit weiteren Kommentaren zu Halacha, zum Weg, zum Verhalten des Menschen. Wie kommt aber dieser Shimon bar Yochai zum Sohar? Ich sagte schon, die Heutigen wollen das gar nicht. Das heißt, der Shimon bar Yochai ist ein ganz exakter Realist, ist kein Träumer, kein Kabbalist. Aber leider für die ist der Name verbunden mit dem großen Grundwerk der Kabbala. Und wir sagen, das ist deshalb, wenn mir ihr die Leuchte da ist, als Schüler von Akiba, und der andere, Shimon, die Leuchte hat im Sohar, im Schein, das Leuchten aus der Seite her, die Verborgenen, da ist der Kern. Unser Leben hat zwei Schüler des Akiba. Sind das Sagen, historische Figuren? Ich sagte gestern schon, an der Peripherie stehen sie. Hillel, der große Hillel, die Überlieferung sagt, er wird 120 Jahre wie Moses. Akiba, der große Akiba, 120 Jahre. Man kann sich denken, alle werden 120 Jahre. Sieht sehr verdächtig aus. Wie die 40 Jahre, die 40 Tage der Bibel. Ich will sagen, mythologisch, als Mythos, lebt er das ganze Leben 120. Aber in der Erscheinung, ach, wie viel wissen wir nicht. Lass sein. Kannst dich da historisch beschäftigen und die Quellen suchen, wo zum ersten Mal von Akiba erzählt wurde, wann er geboren sein könnte und dann wann er gestorben ist. Das steht ungefähr fest, kann man sagen, im Jahr 135 mit Bar Kochba, sagt man, auch das ist nicht ganz historisch festlegend, aber man sagt so, also sagt man, kann niemals 120 Jahre gewesen sein. Stimmt doch gar nicht. Oder ist viel früher gelebt, ist gar nicht, geht nicht historisch.
Man muss sich gewöhnen, im eigenen Leben Mythos und Realität als Ehe zu erleben, als eine Verbindung, die ewig ist. Das also müsste für uns die Möglichkeit geben, dass wir, wenn wir einsteigen in die Geschichte von Shimon bar Yochai, uns erklären, warum ist er verborgen. Dazu brauche ich also die Geschichte zu erzählen. Ich habe schon einige Male erzählt, jetzt aber möchte ich sie heute anders erzählen. Die Geschichte, welche vorkommt im Talmud, im Traktat Shabbat, Seite 33b, B bedeutet immer die zweite Seite der Seite. Jede Seite im Talmud hat die eine Seite, man umdreht die andere Seite. Das ganze Blatt sozusagen hat zwei Seiten. B bedeutet die Umseite, die andere Seite. Die Seite im Hebräischen liest umgekehrt natürlich das Buch. Von der anderen Seite her blättert man. Dort im Traktat Shabbat steht eine merkwürdige Geschichte. Eine Geschichte, die uns jetzt einführen könnte in den ganzen Komplex des Zohar, weil wir den Shimon bar Yochai dort erkennen können und uns erkennen können und deshalb uns fragen können, was ist der Ursprung des Zohar? Unseres Zohars. Wir sind selber an beiden Seiten. Wir leben selber als Schüler von Akiba, tief verborgen in uns, leben wir so, dass wir Meir sind, hier erscheinend, und Shimon sind, hier verborgen. Shimon erscheinend und Shimon verborgen. Der Shimon ist merkwürdigerweise doppelt. Dieser Ben Yochai, der Wiederauferstandene, vom Vater her dort, was bedeutet das? Das werden wir dann in der nächsten Stunde, heute Nachmittag um 3:30, also dann weitererzählen.